Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei solchen Bosch Eco Avantix, zum Beispiel Serie 7 hier, wie man in das Service-Menü hineinkommt. Das möchte ich euch heute zeigen und mit euch teilen. Falls ihr mal ein Problem mit der Maschine habt und wissen möchtet, woran es liegt, dann kommt ihr jetzt, so wie ich es euch zeige, ins Service-Menü. Was machen wir? Wir drehen den Drehschalter erst einmal auf 6 Uhr. Und halten den Schonknopf lange gedrückt. Und das wäre jetzt letzten Endes die Option, um zu sehen, ob wir Fehlercodes haben. So, um jetzt in das Service-Menü zu kommen, drücken wir nochmal schon lang, gehen eine Position weiter und ihr seht, er springt auf P007. Wir können schon loslassen. Jetzt blinkt hier die Start-Stopp-Taste. Und jetzt kann ich den Wählregler hier wieder drehen und ihr seht, 5, 4, 3, 2, 1. So, und auf diesen Programmen, das heißt immer Programm 1, Programm 2, Programm 3 und so weiter und so fort, hinter diesen Programmen versteckt sich halt immer eine bestimmte Funktion. P1 ist der Fehlerspeicher, da sind wir jetzt momentan drauf. Wenn ich jetzt den Fehlerspeicher habe und hier auf Start drücke, zeigt der L00, keine Fehler drin. Okay, wir gehen nochmal eins weiter, F, Fehler, 00, nichts drauf. Okay, auf die Position 2, auf der Position 2 können wir den NTC prüfen. 23, passt. Wir gehen auf die Position 3 oder Programm 3. Da können wir die LED-Anzeigen testen, ob alle Anzeigen funktionieren. Drückt ihr auf Start, seht ihr, alle Anzeigen leuchten. Und ja, letzten Endes fährt er die Tasten jetzt alle nochmal ab. Da könnt ihr letzten Endes prüfen, ob alle LED-Anzeigen funktionieren. Okay, gehen wir weiter zum P4. Auf P4 könnt ihr die ganzen Bedientasten prüfen. Heißt, ich glaube, wie war denn das? Wenn ihr da drauf drückt, genau, könnt ihr euch, gibt es immer so ein Pieps, ob die ganzen Tasten letzten Endes funktionieren. So, auf P5 haben wir jetzt die Leitwertmessung. Die bestätigen wir einmal. Und jetzt macht der Trockner im Prinzip seine Leitwertmessung. Auf P6 können wir den Motor, den Kompressor und den Lüfter testen. Das machen wir jetzt mal. Dazu müsste das Gerät dann Geräusche machen. Sprich, als erstes muss der Motor anlaufen. Das schauen wir jetzt mal. Ihr seht, da kommt eine 1. Ja, die 1 ist der Lüfter. Der Lüfter, der sich unten verbirgt, ich schwenke mal runter, man hört es, unten ist der Lüfter, der läuft jetzt. So, nach einer kurzen Zeit müsste der Lüfter jetzt ausgehen und als nächstes müsste dann den Motor, den Kompressor oder den Wärmetauscher anfahren, je nachdem. Vielleicht macht er das auch, wenn ich hier länger bestätige. Jawohl, ihr seht 2, jetzt fährt die Trommel, sie rödelt. Genau. Ja, ihr könnt es nicht überspringen. Er macht es automatisch. Wahrscheinlich lässt er das so 30 Sekunden laufen oder eine Minute und schaltet dann weiter. Ich lasse es jetzt mal für euch laufen, damit ihr seht, wie das auf 3 dann ausschaut, was er auf 3 macht. Ich glaube, auf 3. Ja, auf 3 fährt er den Kompressor an. Man hört. Und ja, ich breche das jetzt an der Stelle mal ab. Gehe jetzt auf P7. Und auf P7 könnt ihr die Kondensatpumpe prüfen. Man hört es, sie versucht zu saugen. Das unterbrechen wir jetzt auch mal. Und hier habt ihr P13. Bei manchen gibt es auch noch ein P14 und P15. Von diesen Geschichten lasst ihr am besten die Finger weg, weil das ist die Variablenkodierung. Wenn ihr da irgendwas versemmelt, dann funktioniert ja, euer Gerät überhaupt nicht mehr. Okay, wollt ihr dann im Prinzip aus diesem Service-Menü raus, geht ihr einfach hier auf Aus, schaltet das Gerät aus, schaltet wieder ein und ihr könnt ganz normal eure Trocknungsprogramme
ganz normal wieder anfahren. Ja, das war's schon zu diesem Video, wie man in das Service-Menü bei diesen Bosch, Siemens oder BSH-Geräten, Bosch Siemens Holding nennt sich das, glaube ich, wie ihr da an das Service-Menü kommt. Das war's zu diesem Video. Wenn euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Ja, und sollte das Video für euch hilfreich gewesen sein, freue ich mich natürlich über eine kleine Spende. Mein Spenden-PayPal-Konto findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Chris von BrainX. Ciao.